Morgens dominiert auf der Schadowstraße noch der Fahrradverkehr. Aber nachmittags und am Wochenende ändert sich das. Wir haben rund 10.000 Personen pro Stunde, die hier flanieren und einkaufen möchten. Darum müssen wir uns was einfallen lassen, wie wir das künftig besser lösen und die Straße anders gestalten. Für die Mobilitätswende müssen wir Mobilität verbinden. Das macht in Düsseldorf die CMD, die Connected Mobility Düsseldorf, eine städtische Tochter. Und das macht sie sogar so gut, dass sie deutschlandweit Preise gewinnt. Und zwar aus unserer Sicht völlig zu Recht. Das geht so weit, dass man wie hier am Karlsplatz für Mobilstationen ganze Plätze umbaut. Und aus unserer Sicht daher Daumen hoch. Beim Thema Elektromobilität läuft es in Düsseldorf schon ganz gut. Die Stadtwerke bauen im gesamten Stadtgebiet Ladesäulen auf. Wo es allerdings noch hapert, ist in Industrie- und Gewerbegebieten. Damit auch dort die ansässigen Unternehmen Elektromobilität nutzen können, brauchen wir größere Leitungsquerschnitte. Hier ist die Netzgesellschaft gefragt. Also Daumen nach oben fürs Thema Elektromobilität in der Stadt, Daumen nach unten für das Thema Elektromobilität in Industrie- und Gewerbegebieten. Wie können wir in Düsseldorf die Verkehrswende gestalten? Für uns als IHK bedeutet das vor allem, effizienter zu werden, aber auch gleichzeitig ein Angebot für alle Verkehrsteilnehmer aufrechtzuerhalten. Effizienter deshalb, weil wir die Infrastruktur nicht beliebig vermehren können. Die Stadt ist einfach sehr dicht bebaut. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein Angebot für die Pendlerinnen und Pendler, für den Güterverkehr, für die Paketlieferungen, für die Fähr- und Entsorgung. Und nicht zu vergessen, die Pendlerinnen und Pendler erwirtschaften Gewerbesteuer in Düsseldorf. Das macht jedes Jahr rund 900 Millionen Euro aus, die der Stadt zugutekommen. Die Öffnung wenig genutzter Unternehmensparkhäuser wird auch da hinten an der Hansaallee ein Thema werden. Denn für den Umbau der Radleitroute 2 werden 240 Parkplätze wegfallen, die wir kompensieren wollen. Was den Umbau für Fahrradinfrastruktur anbelangt, ist die Lugallee ein gutes Beispiel. Wir haben hier große Vorbehalte in der Unternehmerschaft gehabt, weil eine Fahrspur wegfiel. Inzwischen stellen wir aber fest, durch unsere Umfragen sind die Unternehmer sehr positiv, was die Aufwertung und den Umbau der Lugallee anbelangt. Daher Daumen hoch für die Lugallee. Die Connected Mobility hat unsere Idee aufgegriffen, Supermarktparkplätze als Quartiersparkplätze zu nutzen. Hier sind wir allerdings über den Planungsstand noch nicht hinaus. Die Praxis muss noch folgen. Daher Daumen zur Seite. Was gut läuft, ist, dass das Provinzialparkhaus jetzt als Park-and-Ride-Parkplatz für Pendlerinnen und Pendler genutzt wird. Hier haben wir Provinzial und Stadt zusammengebracht. Daumen hoch, dass ihr das umgesetzt habt. Oben an der Messe entsteht die U81 mit einer neuen Rheinquerung. Hier wünscht sich die Politik viele verschiedene Planungsvarianten. Die Unternehmen wünschen sich aber mehr Tempo in der Planung. Das heißt, wir müssen schneller werden, damit auch die anderen Brücken, die baufällig sind, neu geplant werden können. Daher Daumen zur Seite. Der Verkehr hört nicht an der Stadtgrenze auf. Daher muss Düsseldorf auch mit den Nachbarinnen und Nachbarn kooperieren. Hier ist man über die Gesprächsebene leider noch nicht hinaus und die Praxis muss noch folgen. Daumen nach unten.